Ja, moin. Schönen zweiten Advent und es hat mal wieder ein bisschen was Neues hier aufgegeben. Und zwar vor anderthalb Monaten habe ich mir schon einen Güldner Toledo bzw. Güldner G40 gekauft. Es ist das Übergangsmodell von dem Toledo mit dem Mercedes-Motor zu dem Güldner G40 mit dem Dreizylinder-Güldner-Motor. Ist ein schöner Bassfrontlader dran. Ansonsten ist der Schlepper halt soweit im Originalzustand. Hat die letzten 35 Jahre so nur rumgestanden, irgendwo in der Scheune. Und läuft halt so ganz gut bis jetzt. Ja, und im Hintergrund sieht man auch, wo der orangene Kipper steht. Die Baustelle geht langsam weiter. Pflaster ist fast alles gelegt. Und da ist jetzt irgendwann demnächst Winterpause. Weil wegen dem Wetter mit dem Holzbau weitermachen ist eher schlecht. So, das war's erstmal. Gleich gibt es noch was Neues, und zwar ein Einachser, den ich mir gestern gekauft habe. Der wird jetzt abgeladen. Jo, bis gleich.